Hallo und willkommen zu GT7. Ja, jetzt sind wieder die Weeklies dran. Ja, springen wir auch gleich in die Weekly Challenge rein. Dann gucken wir mal, was wir da Schönes haben. 6 Tage. Oh, Wahnsinn. Cool. Ja, gut. Da haben wir den europäischen Clubman Cup 600, Lamborghini Urus. Markenrennen. Okay, das ist denn der neue Lamborghini, den wir da jetzt gekauft haben. Hypersportwagenparade, Vision Gran Turismo Trophy und Tourenwagen-Weltcup 700. Okay, ja, dann hopsen wir da mal rein. Und dann schauen wir mal, welchen Wagen wir hier nehmen. Ja, ich habe so ein bisschen verschnodderte Nase. So wie da auch nur ansatzweise ein kleines Blümchen ihre Pollen wirft, dann freut sich meine Nase und ich kann rumschnoddern. Das ist wunderschön. Ja. Rundenzahl 4. Der war Lamborghini Urus. Da fährt gleich der neue Lambo mit. Es ist natürlich immer zu schön zu wissen, wie viel ein Porsche fährt damit. Okay. Ach, wir nehmen da einfach mal mit dem hier teil. Gucken wir mal, ob ich da gut mithalten kann. Was denn? Mal gucken. Schauen wir mal. Aber da sind da schon hochkarätiger Re-Autos dabei, wie der Tuscan Speed 6. Gucken wir mal. Ich werde schon mal nicht letzter, das ist schon mal gut. Boah, das ist herrlich. Ich werde nicht zweitletzter. Was hast du? Oh, schöner Porsche, schöne Farbe. Wow, cool. Nice. Okay, da könnte ich dann auch eventuell durchziehen. Okay. Ja, was man mit so einem kleinen getunten Mini Cooper alles so reißen kann. So, und jetzt fängt es aber auch an, dass ich da jetzt auf der Geraden nicht mehr rankomme. Ein Porsche, was geht hier denn ab? Ja, da ist natürlich der Mini Cooper natürlich ganz toll. Oh, keine Chance, ey. Auf der Geraden habe ich keine Chance, aber im Infield, da habe ich Chance. Ah, der casht mich gleich wieder. Das ist ein Massaker.
Apparate. Der müsste mich eigentlich gleich wieder eincashen. Oh, geht schon los. Ja, da kommt. Oh, was ist denn hier los? Alter! Hallo? Was ist das denn? Feuer und Flamme hier, wa? Alter! Da hat er sich schon wieder verbremst. Okay, das ist ja schon mal gut für mich. Oh, was ist das denn für ein schöner Lambo? Wow! Ja gut, erstmal abgezogen, ne? Ich weiß noch nicht. Ja. Ja, jetzt kommt er. Ja, jetzt ist es. Jetzt kriege ich ihn nicht. Aber ich könnte es jetzt eventuell doch noch gewinnen im Infield. Oh, der geht echt vom Gas, oder? Ja, man sollte eben auch dann mal ein bisschen mehr nach vorne gucken, anstatt nach hinten. Ich hätte ja viel früher aufs Gas gehen können. Ja, siehst du, das war doch mal ein Highlight. Ey, aber hier der Juliana oder Giulia. GTIM 20, mal, der ging ja ab wie eine Rakete auf der Geraden. Läuft, Alter. Wahnsinn. Das ist echt der Wahnsinn, ey. Unglaublich. Ich bin Groot. Ja, mit dem Groot habe ich jetzt alle besiegt. So. Und eigentlich aber auch nur bis ich dem Infield, weil ansonsten hätte ich gar keine Chancen gehabt. So, das war Nummer Uno. Kommen wir Nummer... Ach, da muss ich jetzt denn zeitbegrenztes Online-Event. Okay. Da muss ich denn schon den nehmen, okay. Ja, warte mal. Warte. Können wir mal ein bisschen tunen, wa? Gucken wir mal, was wir da Schönes haben. So. Ach, das bringt schon richtig Power, wa? Wahnsinn. So, Knorke. Ja, nehmen wir das erstmal. So. 495, 516. Machen wir das, ne? So, und ich denke, nochmal eben neue Bremsklötze.
Lochscheiben. Ja, so, das sollte reichen. So. Und gucken wir noch mal, was wir denn ein schönes Auto hier lackieren können. Inhaltssuche, Fahrzeug. So. Wow. Wow. Das sieht ja schon Hammer aus. Die muss ich in der Sammlung haben. Also es war wieder mit breites Fahrzeug. Also wenn der denn wieder in der Laptime-Challenge gebraucht wird, dann, ja, ist auf jeden Fall... Oh, das sieht aber auch nice aus. Ist aber auch kein breites Fahrzeug, ne? Ne. Kein breites. Nur tiefer gelegt. Sieht nice aus. Ja, Wahnsinn. Hoho. Aber ist auch wieder breites Fahrzeug. Das ist wieder alles ein bisschen, ja. Wenn der denn wirklich der mal gebraucht wird in der Laptime, dann muss ich aber auch eine Lackierung haben, die nicht gleich breites Fahrzeug hat. Ja, das sieht natürlich auch nice aus. Was mache ich denn? Das sieht ja cool aus. Hammer. Aber den machen wir mal in der Sammlung rein. Ist zwar ein breites Fahrzeug, aber egal. Ja, geil. Das ist natürlich auch schon wieder so ein Ding, ne? Das gefällt mir ja auch schon wieder. Da muss ich ja da nicht auch nochmal eben safen. Oh, kein breites Fahrzeug. Das ist schon mal cool. Das ist gut. So. Ich muss halt sagen, ne? Manche Leute, die stecken da ja richtig viel Zeit und Arbeit rein, das richtig geil aussehen zu lassen. Also manche Dinger sehen ja nun echt gut aus. Mal gucken wir mal da oben. Was haben wir hier denn sonst noch so? Ja, das muss mich natürlich auch ansprechen, ne? Erstmal. Und so, gehen wir erstmal raus. So. Ja, tut mir leid, eigentlich wollt ihr ja eigentlich Rennen sehen, aber ich habe den hier noch nicht umgepusht. Und von daher. Ja, ich würde sagen, dann nehmen wir auch gleich das Polizeiauto, wa? Oder? Das sieht doch nicey-dicey aus. Oder nehmen wir Adidas? Adidas sieht natürlich auch geil aus. Aber mich rockt das hier lieber. Ja, ich bedanke mich schon mal an Hammer 495 Kaizoku für die Lackierung, die wir ja auch gleich erstmal umsetzen. Ja, ich denke mal hier japanisches Polizeigedöns. Von daher. Ja, das Übliche. Da das ja mit Internet verbunden ist, dauert das natürlich jetzt ein bisschen. Wenn das kein Internet benötigen würde, dann wäre es jetzt schon fertig. Aber es geht ja fix. Fixi Fox. So, und dann können wir auch schon jetzt denn endlich mal am Rennen teilnehmen. So. Klar, man könnte sich das natürlich auch alles selber lackieren und hier und da. Und ja, könnte man, hätte man. Es braucht die Matschreifen, Dankeschön. Klar, könnte man alles machen, aber ist auch wieder geil. Für so einen SUV-Klops wollen die natürlich jetzt dann auch noch voll die Sportreifen. Ist Sportreifen montiert, sauber. Und dann auch noch so eine Riesenstrecke. Super. Zwei Runden, ja, danke. Gut, dann gucken wir mal, was wir mit dem Wagen auf einer Mattstrecke veranstalten können. Entschuldigung, ich musste gerade aufstoßen. Das ist natürlich jetzt auch wieder lustig. Ja, aber gut. Schauen wir mal.
Ja, man merkt schon, das Auto ist genau für die Mattstrecke ausgelegt. Also das ist schon echt. Junge Mann, ey. Ach Gott, ey. Also hier bin ich auch froh, wenn ich nur Dritter werde und die Strecke, wenn das hier beendet ist. Boah, heftige Sache. Oh mein Junge, du tanzt mir doch nicht immer vor der Nase rum.
Ob das jetzt so prickelnd war, den Wagen auf so eine Schotterstrecke da lang hoschen zu lassen, ich wage es ja zu bezweifeln. Also Gran Turismo auf jeden Fall nicht auf Rallye ausgelegt. Also dafür fühlen sich die Autos alle viel zu schwammig an und reagieren auch nicht so dementsprechend. Also wenn ihr richtig mal Rallye erleben wollt, dann holt euch das neue WRC oder was, ey. Da habt ihr wenigstens richtiges Rallye-Feeling. Wie man das ja nun auch schon in den Club-Events bei mir sehen kann. Aber nicht so. So, was haben wir hier denn? 5 Runden, ja super, herzlichen Glückwunsch. Was haben wir hier denn für ein schönes Vehikel? Oder Kfz? Wir fahren mal mit dem Genesis. Was für Reifen hast du drauf? Rennreifen weich. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, mit den Rennreifen ist der Genesis richtig fahrbar. Und nicht so wie in der Laptime Challenge, wo man dann wirklich doch denn. Ja, brauche ich ja wohl nicht viel was zu sagen, ne? Gut. Okay, fahrbar denn, wenn man sich denn auch eingeruft hat. Okay, ich könnte noch ein bisschen später bremsen. Der Ferrari und der schöne Ford. Mann, nur da kann ich angehen, ey. Thank you.
Oh. Verkehrter Knopf. Ich war noch im Rallye-Modus. Hier ist ja rückwärts gefahren mit Dreieck. Ups. Das ist natürlich übel, wenn vorne der Wagen abhebt. Wahnsinn. Wenn der Wagen vorne abhebt, ey, habe ich keine Kontrolle mehr. Ey. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt. Das gibt's doch nicht, ey. So, dann hätten wir das auch. Alter, was? Wie viel Abstand habe ich? Wahnsinn. Cool. Und schon wieder ein Roulette-Ticket. Ja, und noch ein Ticket. Jo, da war Rack. Ja, hervorragend. Ach, ist das alles lustig. Lustig, lustig, lustig. So, was haben wir hier? Vision Gran Turismo. Ja, super. Ja,
Ich könnte mit dem hier schon wieder dran teilnehmen. Aber ich will mal eben gucken, was ich hier Schönes an Kfz habe. Ja, komm, wir nehmen den. Ach, 850 oder weniger. Ja. Ja, okay. Okay. Komm, wir müssen ja nur Dritter werden. Komm. Mit einem anderen Schmoppi wären wir natürlich schneller durch gewesen. 7 Runden. Okay. Wäre aber auch gut, ob das denkst du? Ich wollte jetzt mir die Tür zumachen, ne? Schöne Sache. Schön, schön, schön.
Boah, zieht der weg, Alter. Mark, was ist das für eine Sau? Heftig. Oh, Makwa, uiuiuiui. Boah, Mann, was ist denn das? Ich krieg den nicht. Alter.
Und jetzt komm. Mann. Zum Schluss habe ich es ja noch geschafft. Uiuiui. Der Porsche, der hat aber ganz schön. Mann, der hat aber Zunder. Das ist aber. Da sieht man ja gar kein Licht der Sonne. Wahnsinn. So, dann hätten wir das auch. Ja, dann bleibt nur noch das Letzte. Dann müssen wir erstmal gucken, wie spät das ist hier. Ach du Schande. Wie viele Runden müssen wir da denn fahren?